Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. 3 Wochen Pause hatten wir jetzt. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ab jetzt sehen wir uns immer samstags, jeden zweiten Samstag um 10 Uhr. Wer mich nicht kennt, ich heiße Irina Rolf und wir treffen uns also jeden zweiten Samstag ab jetzt. Wir werden Gehörbildung, Musiktheorie, vielleicht musikalische Diktate schreiben und über Form sprechen, über Harmonielehre, Intervalle und ganz, ganz viele spannende Sachen. Das bringt uns sehr viel weiter in unserem Klavierunterricht, weil wenn man diese Kenntnisse beherrscht und bewusst spielen kann, dann kann man auch viel besser vom Blatt lesen und viel, viel schneller neue Stücke lernen. Wir werden heute auch Hälfte von unserem Unterricht etwas Neues lernen, wiederholen, was wir letztes Mal gemacht haben. Und die zweite Hälfte von Unterricht können wir das Ganze mit euren Stücken verbinden, was ihr aktuell spielt. Ja, wie findet ihr unser Projekt, dass wir dann uns dann so regelmäßig treffen und das alles zusammen lernen? Also wenn ihr das unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne auch Patreon werden. Das ist ein Programm. Man überweist jeden Monat 1 Euro oder 5 Euro. Es ist eigentlich nicht viel Geld, aber so fühle ich mich bestätigt und sehe, dass ihr das braucht. Und dann können wir weiter so uns entwickeln und immer wieder neue Sachen lernen. Und das ist eigentlich eine große Reise. Aber sehr wichtige Ergänzung zum ganz normalen Unterricht, weil dann spielt er nicht einfach nur einzelne Töne, einfach nur denkt einzeln, sondern dann könnt ihr schon professionell in Grüppchen bilden und das hilft euch viel schneller voranzukommen und das macht vor allem auch viel mehr Spaß, wenn man versteht, was man tut. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir wiederholen erstmal kurz, was wir letztes Mal gemacht haben. Also wir haben einfach ganz einfache Akkorde gebildet. Erstmal, erster Akkord war C. Er besteht einfach aus 2 Terzen, ist einfach. Und dann weiß man, das ist C-Akkord, weil unterster Ton ist C. Haben wir den Daumen eine Stufe tiefer gesetzt. Dann hatten wir plötzlich schon einen ganz anderen Akkord. Und um diesen Akkord festzustellen, also muss man erstmal diesen breiteren Abstand finden, das heißt Quarte, und von dem breiteren Abstand den oberen Ton nehmen. Und dann weiß man, das ist E-Akkord. Und dann spielen wir mit der linken Hand E. Und so kann man diese 2 Akkorde super verbinden. C und E. So, an sich ist es nicht schwer. Wer gerne das noch schauen möchte, das ist in unserem letzten und vorletzten Live-Chat. Eigentlich sehr, sehr simpel, ja? Wenn man es weiß. Super, ich freue mich, dass wir das schon verstanden haben und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Wir spielen eigentlich 2 gleiche Akkorde, aber wir fangen C-Akkord nicht einfach mit Terz, sondern mit Umkehrung. Das muss man auch können. Das heißt, wir legen den dritten Finger auf C und dann müssen wir Quarte nach unten abzählen. Also 1, 2, 3, 4. So, 2 Töne müssen dazwischen sein. Okay. Und was fehlt? Terz. Terz kommt oben drauf. So, das ist jetzt eigentlich gleiche C-Akkord. Das gleiche wie das. Nur hier G wird tiefer gespielt. Eine Oktave tiefer. Das war's. Das ist auch einfach, aber erst dann einfach, wenn man das ein paar Mal selbst gespielt hat. Weil allein zu verstehen reicht nicht. Wir müssen das auch sehr schnell finden können. Und dafür finden wir einfach C mit dem dritten Finger
Und drunter müssen wir eben Quarter machen. Das ist das einzige Schwierige hier, was man beachten muss. Okay, also C und Quarter drunter. Und dann einfach Rest ist Terz. Super, perfekt. Das ist also C-Akkord, deswegen spielen wir mit der linken Hand C. Einfach einen Ton C. Okay. Und als nächstes nehmen wir die Reihenfolge, wie wir letztes Mal gespielt haben. Wir haben gesagt, dass nach dem Tonika, also das ist jetzt erste Stufe, ist ganz gut, wenn man sechste Stufe benutzt. Ist ganz oft, weil das ist parallele Tonart, also C und A. Ja, also das hört sich immer gut an, deswegen nehmen wir jetzt auch A danach. Und jetzt passen wir auf, wie man ein A findet. Haben wir hier irgendwo ein A? Ja, das ist ja schon hier. Dann legen wir den Daumen dahin und der Rest ist schon fertig. Perfekt. Das ist schon A-Akkord. Also wir müssen einfach nur Daumen nach oben umlegen. Und dann spielen wir unten A. Das war's. Das war eigentlich unser neues Thema für heute. Also wir müssen dieser C und A mit dieser Lage finden können. Ja, C mit Umkehrung. Und A danach kommt hier nach oben und hier nach unten. Und jetzt, was bringt uns das, wenn wir das jetzt spielen können? Wir müssen weitergehen, ja? Dann uns bleibt nicht mehr viel, um einen ganzen Satz schon zu haben. Also ganze Musik besteht aus Teilen und sie teilen sich dann in kleinere Teile und noch in kleinere Teile. Und wir bauen jetzt einen Satz. Ein Satz meistens besteht aus vier Akkorden, aus vier Takten. Und zwei Akkorde haben wir schon. Jetzt fehlt uns nur noch zwei. Und dann haben wir kompletter Satz. Aber welche Akkorde nimmt man dann? Das muss man auch wissen. Also normalerweise am Ende von einem Satz ist eine Kadenz, heißt das. Kadenz besteht aus zum Beispiel vierte und fünfte Stufe. Das ist dann klassisch. Das ist meistens so. Das machen wir. Also, wir suchen jetzt vierte Stufe. Sechste hatten wir eben. Und wenn man von 6 2 nach unten geht, dann hat man schon 4. Ja? 6, 5, 4. Gehen wir einfach 2 Stufen nach unten. Mal gucken. Also, wir fangen nochmal von vorne an. C. So. Und A. Gehen wir noch 2 nach unten, das ist F. Und mit der rechten Hand einfach gehen wir auf ganz normalen F-Akkord. Fertig. Dann machen wir keine Umkehrungen, einfach ganz normalen F-Akkord. Und danach einfach nur ein G. Ein höher, das ist fünfte Stufe. Also von 4 bis 5 ist ein nach oben. Das war 4 und das ist 5. Das ist das Einfachste hier. Einfach nur alles nach oben. So, jetzt haben wir Kadenz. Also jetzt haben wir kompletten Satz geschafft. Mit Kadenz. Zum Schluss. Und zusammen klingt er so. Merkt ihr, das klingt schon so ein bisschen abgeschlossen. Und man möchte eigentlich Fortsetzung haben. Irgendwie hat man so ein Gefühl, da kommt jetzt noch irgendein Satz. Und tatsächlich, normalerweise kommt wieder das Gleiche nochmal, wenn man ein Lied hat. Dann wieder Tonika. Schön, ja? Ist gar nicht schwer. Also das Einzige, was man hier üben muss, ist diese Umkehrung als am Anfang zu finden. Legen wir einfach dritten Finger und dann Quarte drunter. Und dann ist eigentlich
alles anders ist einfach. Einfach nur Terz ist einfach zu finden. Also unter dem Hauptton ist immer Quarter drunter. Das muss man ganz, ganz sicher merken. Unter dem Hauptton. Alles anders ist unwichtig. Und zum Beispiel, ich hatte im Unterricht für meine Schüler solche Karteikarten. Und einfach nur, um dieses Thema zu befestigen, habe ich gesagt, jetzt spielen wir einfach, ja, von C haben wir jetzt gespielt. Kann man das überhaupt sehen? So, das war C. Und dann haben wir das von C gemacht. Dritten Finger auf C, Quarter drunter und dann den Rest finden und dann den Rest spielen. Aber wichtig ist, dass man erster Akkord findet. Danach haben wir das von E gemacht. Dann legen wir den dritten Finger auf E, Quarter drunter und schon. Und so trainiert man sich. Kann man vielleicht ein paar Mal spielen zu Hause. Das ist sehr wichtig. Und diese Reihenfolge, was wir jetzt gerade rausgefunden haben, das ist nicht ganz allein für sich, das hat man auch in anderen Liedern. Zum Beispiel in Pianomen ist diese Reihenfolge. Das heißt, wenn man das spielen kann, kann man das Lied Pianomen begleiten. Einfach nur singen und diese Akkorde dazu spielen und das war's schon. Und die ganze Zeit kommen diese Akkorde nach und nach und nach. Nur diese Reihenfolge. So einfach ist das. So spart man so viel Zeit, dadurch, dass man die rechte Hand nicht spielt, aber nur die Akkorde finden muss. Und wenn man weiß, wie man sie verbindet, dann kann man komplett ein Stück schon begleiten. Also wer Pianomen als Tutorial auf meinem YouTube-Kanal gespielt hat, kann erstmal so diese Akkorde üben und wenn das gut klappt, dann versuchen zu singen dazu. Jetzt habe ich noch ein paar andere Beispiele rausgesucht, die gleiche Akkorde, die Lieder, die gleiche Akkorde haben. Das ist zum Beispiel, das Lied heißt Der Fasan. Ihr kennt das nicht, das ist ein aus dem Buch Mein erstes Klavierbüchlein von Valentin Engel. Sehr leichte, romantische Klavierstücke. Ich kann das sehr gut empfehlen für Formblatt spielen. Die Noten sind sehr einfach. Diese Struktur ist sehr einfach. Gleiche Reihenfolge, was wir jetzt gespielt haben. Und das klingt wunderschön. Also, hier haben wir wieder C in der linken Hand. Danach haben wir A. Danach F. Und G. Das klingt so. Ja, das waren diese vier Akkorde, C, A, F, G. Das macht echt Spaß, wenn man diese Parallele findet und von einem Stück zu anderen vergleichen kann. Diese Reihenfolge ist eigentlich, ursprünglich wurde, also diese Kadenz, diese Änderung F und G und C, wurde in Zeit von Bach, Mozart, Beethoven ganz oft benutzt. Sogar nicht oft, das war Pflicht. Zum Schluss von einem Satz musste unbedingt diese zwei Akkorde sein. Subdominante, Dominante, Tonika. 4, 5, 1. Ich habe noch ein paar Beispiele für Dominante gefunden. Das ist von Mendelssohn, Lied ohne Worte. H-Moll. Und wir haben in H-Moll Tonika, das ist H. Und Dominante ist dann fünfte Stufe. Sollen wir das zusammenzählen von H bis 5? H. C, D, E, F. Also Dominante wird dann F sein, beziehungsweise Fis. Also, und jetzt kommt gleich Dominante, was ich jetzt spiele. Also H-Moll klingt so. Das ist Tonika. Und Dominante wird. Ja,
Entspannung und jetzt. Spannung. Jetzt muss Auflösung sein. Jetzt muss Tonika kommen. Da ist sie. Also alle diese Takte, was ich jetzt gespielt habe, das war alles nur dominanter. Nur die Töne wurden nacheinander gespielt. Noch ein Beispiel. Das kennt ihr alle. Ballade Pour Deline. Das klingt so. Jetzt. Also es war über mehrere Takte nur dominanter. Ist eigentlich nur ein G7-Akkord. Erstmal in normale Lage und dann seine Umkehrung. Und dann wieder normale Lage und dann wieder Umkehrung. Und dann wieder normale Lage und dann wieder Umkehrung. Ist nicht schwer zu spielen, aber es klingt sehr virtuos. Man kann das auch, wenn man es nicht kennt, dann denkt man, wow, da ist ein Profi, der das jetzt spielt. Obwohl es ja nur ein Akkord. Super. Vielleicht schreibt ihr mir noch, welche Lieder ihr im Moment spielt. Dann könnten wir das zusammen besprechen. Wenn ich die Noten dafür habe, dann können wir das gleich schauen, wie das dort ist. Ob das bei euch auch so gleiche Reihenfolge ist, ist einfach nur interessant. Ansonsten dabei bleiben wir, ja? Also, wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen und schauen wir weiter, wie das dann sich entwickelt. Im Moment haben wir schon sogar einen ganzen Satz. Ganzen, der besteht aus nur aus 4 Akkorden. Aber immerhin, das ist ein Satz und wir wissen schon, wo die Spannung sich befindet, ja? Genauso muss man das auch spielen. Tonika klingt neutral, Subdominante auch, aber dann baut sich die Spannung auf und Dominante muss ein bisschen versuchen, sie anders zu spielen, ein bisschen spannender. Und Dominante hat ganz starke Gravitation zu Tonika. Deswegen, man erwartet diese Tonika und man kann das auch noch mehr genießen, wenn man dann zu Tonika kommt, bewusst das geben, was andere erwarten oder was man selbst auch erwartet, nur unbewusst. Ja, wenn man nicht weiß, aber trotzdem, es funktioniert. Also Leute hören Musik auch, die nicht wissen, dass es Dominante gibt. Also das passiert alles unbewusst auch. Aber desto schöner natürlich für uns, wenn wir das jetzt auch wissen. Egal wie viele Noten man hat, Akkorde bleiben gleich. Das ist schon mal super. In unseren Unterrichten können wir natürlich auch irgendwelche technische Sachen auch besprechen. Wie man bestimmte Stellen schneller lernt oder wie man das, welche Tipps gibt, damit man das noch fließender spielen kann. In diesem Sinne wünsche ich ganz schön das Wochenende, Samstag und Sonntag. Genießt das Wetter, bei uns ist richtig sonnig jetzt. Genau, und wer möchte, kann gerne schauen auf meine Patreon-Seite und sich schon mal dort registrieren. Und alle Tutorials, die man einfach nur so spielen möchte, kann man auch bei mir extra bestellen. Oder ich habe schon ganz viele fertige Tutorials. Schaut einfach auf meine Internetseite hobby-piano.de. Und Günther schreibt vielen lieben Dank und schönes Wochenende für alle. Genau, das wünsche ich auch.
und freue mich schon auf unseren nächsten Unterricht. Also in 2 Wochen sehen wir uns wieder um 10 Uhr und bin schon gespannt, was wir dann alles lernen werden. Ich habe auch vor, alle meine Live-Unterrichte irgendwann mal zu schneiden und kompakt zu machen, weil wenn man irgendwas wiederholen möchte, muss jetzt ganze Stunde sich anhören, aber so das Wichtigste schneide ich dann raus und mache dann extra Videos. Die werden heißen Klavierlernen für Erwachsene Teil 7, Teil 8, Teil 9 und so gehen wir dann weiter. Also das Beste von unseren Unterrichten kann man dann nochmal extra sich anschauen. Gut, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Ich freue mich auf unseren nächsten Unterricht. Nochmal alles, alles Gute, schönes Wochenende und bis später.